alles in den Cora Shop? Erzähl mal. Alle Haushaltsmittel. Du kannst Bettwaren holen, du kannst Geschirr kaufen, preiswert. Du kannst Handtücher kaufen, dann kannst du dann wie in einem großen Kaufhaus ein bisschen zusammengeschmissen mit Haushaltswaren, mit Putzmittel, mit Waschmittel, mit Süßigkeit, mit Weihnachtszeug und also total geiler Laden. Also sollst du mein Konstanter denn, geht in Cora rein. Das lohnt sich, Leute. Auf jeden Fall. Und hier gibt es auch schon wieder was zu essen. Ja. Aber was? Ah, guck mal. Eilamager. Ja. Nein, lecker. Guck mal, Gebäck. Mhm. Lecker. So, Wally, wo führst du uns jetzt hin? Ja, wir gucken jetzt weiter. Ich weiß es auch noch nicht. Ich bin heute erst mal hier und ich denke mal. Du führst uns jetzt rum. Hier waren wir jetzt. Ja, genau. Jetzt gehen wir mal da lang, weil da waren wir noch nicht. Nee, da waren wir noch nicht. Lass mich einfach überraschen, wir schauen mal. Und, ja. Den Stand, den kennen wir schon. So. Ach, guck mal, Wally, da gibt es wieder tolle Mode. Weil wir richtig tolle Sachen haben. Ja. Bei Montio. Soll ich mal die Preise zeigen? Das sind jetzt die neuen Preise. Genau. Das heißt zum Beispiel, das Oberteil, das kennt ihr circa an die 40 Euro. Ja. Also für die Mapart. Und der Rock? Der Rock bekommt auch 139. Also das sind 20, 25 Euro ungefähr. Also man kann eigentlich sagen, also ja, die super Preise. Ja. Und das sind 60 Euro, das ist immer schon. Ehrlich? Also das ist ja gut, ne? Ja. Noch nicht mal 60, das ist zu hoch. Das sind 20, 40, etwas über 50. Das ist noch geil. Aber das ist schon gut. Ja, manche wollen ja, dass wir so Drogeriemarkt mal zeigen, aber haben wir noch gar nicht so gefunden. Wir haben auch noch mal so einen. Hier sind mein Mojito. Ja. Auch für die Sachen. Ja, wo wir eben schon... Guck mal, Yves Rocher. Gibt es hier auch. Mhm. Hier haben wir eine Buchladen. Ja. Leute, das wird mein Lieblingsladen, du weißt, von mir nicht drin. Kenn ich ja. Oh, geil. Den müssen wir zeigen. Oh, guck mal. Mhm. Ganz tolle Sachen. Boah, geil, oder? Geil. Ganz viel Candy. Guck mal, ich sag gerade, hier gibt es keine Drogerie. Und da stehen wir gegenüber vom DM. Ja, Leute, das war jetzt... das war jetzt typisch ich, ne? Nein, DM. Die haben überall irgendwas. Tassen? Tassen? Und vielleicht so knapp 3 Euro. Sag ja. Ja, da kann man so eine Kleinigkeit. Ja. Also wie war das mit dem? Ja, auf jeden Fall kommen wir wieder, oder? Guck mal, weil die Polo. Ja, Polo weiter. Ja, ja, okay. Genau. Muss ja auch mal sein, ne? Boah, ihr seid auch ganz viel los. Ja, klar. Ja. Also Mädels, Beauty Shops habt ihr hier genug. Also wer auf sowas steht, kommt seine Kosten. Und hier ist so ein Sneaker Shop, so. Sportladen, Sneaker. Also kannst du sagen, für die ganze Familie was dabei. Braucht man, nee, ist geil. Was sagst du? Auch Haushaltswaren. BBL.
WWF? Nein, ich habe hier kein Internet. Ich zeige auf Kitchen Shop und du sagst immer WWF. Das sind wir, das sind wirklich wir. Willst du da mal rein? Wir hätten euch gerne mitgenommen, aber die wollten das nicht. Und das haben wir dann noch akzeptieren. Wie sind wir denn jetzt hier? Na, wenn die das nicht wollen. 60 Euro. Das ist okay. Das ist wirklich besser. Wenn ihr mal einen Optiker sucht, haben wir auch hier. Also für mich wäre die Info jetzt wichtig. Ich weiß ja nicht, wer noch eine Brille trägt. Könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben, wer noch eine Brille trägt. Fände ich mal interessant. Neigzeichen. Ja. Ja, ist doch wurscht. Wir sind nicht gelaufen, sind mit der Rolltreppe gefahren, ja? Guck mal, da ist auch wieder Zara. Was willst du? Oh, was? Oh, was? Wally? Ja? Der hier oder welcher? Ja, ja. Das ist geil, davon noch ein. Ach, der hier? Ja. Klingt das jetzt dämlich, wenn ich sagen wollte, ich habe den jetzt gar nicht gesehen? Ach, was? Oh, wie süß. Haben wir den nicht schon? Nee. Nee. Voll schön, ne?